Kleinere Schnitt- und Schürfwunden passieren häufig im Alltag und heilen in der Regel sehr gut ab. Trotzdem sollten Sie darauf achten, eine solche Wunde richtig zu versorgen. Schnittwunde im Alltag kommt darauf an, wie eine Schnittwunde aussieht. Wie sind die Wundränder? Wenn die Wundränder klaffen, auseinanderstehen, sollte man einen Arzt oder das Krankenhaus aufsuchen. Wenn die Wundränder schon bereits aneinander liegen und die Wunde auch nicht mehr stark blutet und auch nicht stark verschmutzt ist, dann könnte man auch kurzfristig zum Apothekerschrank greifen und sich die Wunde selber versorgen. Hier im Vorteil ist, wer neben Pflaster und Verband auch ein Desinfektionsmittel zur Hand hat. Aber auch ohne können verunreinigte Wunden gesäubert werden. Wenn die Wunde arg verschmutzt ist, dann und man kein Desinfektionsmittel zu Hause zur Hand hat, was auf Wasserbasis ist, man sollte kein alkoholisches Desinfektionsmittel zur Hand nehmen, weil es unglaublich brennen kann, dann einfach mit Wasser abwaschen und gucken, dass man den groben Schmutz rauskriegt. Wenn man sich unsicher ist und meint, es sei immer noch verschmutzt, dann muss man selbstverständlich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Bei stark verschmutzten Schürfwunden und bei stark verschmutzten Wunden bzw. klaffenden Wunden sollte man einen Arzt aufsuchen. Gleiches gilt natürlich auch für Wunden, die stark bluten, wie etwa Platzwunden oder tiefere Schnitt- oder Schürfwunden. Denn ein Facharzt hat viel mehr Möglichkeiten, eine solche Wunde optimal zu versorgen. Es gibt sogenannte Steri-Strips, das sind Wundkleber. Da könnte man die Wundränder noch ganz perfekt aneinander ziehen und einfach diese Strips drauf machen und hätte damit eine primäre Wundversorgung. Und nach der Wundversorgung sollte man sich gegen mögliche Begleiterscheinungen schützen. Sofern nicht vorhanden, gehört dazu eine Impfung gegen die Infektionskrankheit Tetanus. Man sollte unbedingt darauf achten, dass man einen aktuellen Tetanusschutz hat. Dieser ist im Impfpass zu prüfen. Wenn der länger als 10 Jahre zurückliegt, sollte man den innerhalb von 48 Stunden durch einen Arzt auffrischen lassen. Mit diesen wertvollen Tipps sind kleine Alltagsverletzungen ab sofort kein Problem mehr.